Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Zuerst möchte ich euch allen ein gutes neues Jahr wünschen. Ich bin wieder in Le Landereau, wie ihr seht, unterwegs. Ein sehr schönes kleines Städtchen auf einer leichten Erhöhung. Früher war hier um das ganze Städtchen herum Sumpfgebiet. Also sehr gut geschützt. Meine heutige Wanderung führt mich von Le Landereau zum Zielkanal und dann geht es weiter Richtung Bielesee und den Bielesee entlang bis nach Biel. Ihr seht, hat es leider am heutigen Tag Nebel. Ich hoffe, dass dann auch noch ein wenig die Sonne zum Vorschein kommt.
noch einmal einen Blick zurück auf Le Landereau, kleine schöne Städtchen. Und hier wäre ich jetzt eigentlich im Sumpfgebiet. Und da vorne kommt schon der Silkanal. Übrigens, heute bin ich noch zum letzten Mal ein kurzes Stück im Kanton Neuenburg unterwegs. Schon bald erreiche ich dann aber die Kantonsgrenze und komme in den Kanton Bern rein. In diese Richtung wäre noch der Jura. Leider sieht man ihn jetzt heute nicht. Schaut euch das da hier an. Das hat ein Biber fertig gebracht. Und hier habe ich jetzt schon die Ziel erreicht. Ein Kanal zwischen dem Neuenburger und Bielersee. Und da hier drüben, das ist ein ehemaliges Kloster und heute eine bekannte Strafanstalt. Und das da hier ist jetzt mein Weg Richtung Bielersee. Und da drüben nochmal Le Landereau. Ich bin nochmal am Silkanal zum letzten Mal, weil da hier vorne hier fließt er in den Bielersee rein. So, da sind die großen Boote abgestellt. Und jetzt gehe ich hier zwischen diesen Booten durch. Und hier vorne am Strandweg entlang. Schönen Bielersee. Ein Außenquartier von Le Landereau. Und wenn ich mich umdrehe, haben wir den Bielersee vor uns. Und hier ist noch gerade ein Entenehepaar. Und da im See draußen, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, hat es noch sehr viele Wasservögel. Hier stehe ich jetzt auf der Kantonsgrenze. Auf der rechten Seite ist der Kanton Neuenburg und auf der linken Seite der Kanton Bern. Von da oben kommt er her. So, jetzt geht meine Wanderstrecke hier durch. Und da vorne zeige ich dann noch schnell ab. Ich muss noch ein bisschen was einkaufen. Hier an diesem Punkt befinde ich mich in Neuenstadt am Bielersee. Dort oben, wo man das rote Licht blinken sieht, dort kommt die Ziel raus. Der Nebel hat sich jetzt zum Glück ein bisschen gesteigert, also ist ein bisschen nach oben gegangen, ist wahrscheinlich sich am Auflösen.
Und da drüben sieht man Erlach. Und da die lange St. Petersinsel. Und hier muss irgendein Restaurant sein. Hier geschah im Mai 2017 ein schlimmes Unglück. Ein Hund, der an diesem Geländer da ankam und einen Stromstoß kriegte, ertrank. Dabei wollte die Hundebesitzerin den Hund auch noch retten. Auch sie bekam einen Stromschlag und ertrank auch. Eine andere Person, auch eine Frau, die das Ganze beobachtete und auch helfen wollte, kriegte auch noch einen Stromschlag und ertrank auch. Da hinten befindet sich die Altstadt von Neuenstadt. Ich gehe sie heute nicht besuchen. Ihr könnt meinen letzten Film, wo ich gemacht habe, anschauen. Da bin ich in der Altstadt drin gewesen. Nochmal einen Blick auf den See, auf Erlach, kleinen Hafen. Es geht mein Wanderweg hier dem See entlang. So wie es aussieht, habe ich sehr viel geteerte Straßen. Aber jetzt. Ich habe da ein bisschen eine langweilige Strecke. Wenigstens habe ich ab und zu einen Zug. Hier befindet sich noch eine Baustelle. Der Jura ist auch noch total verhangen. Übrigens, das letzte Mal bin ich da oben bei dieser Mauer hier entlang gewandert. Und der See ist da hier unten. Da hier gibt es eine Umfahrungsstraße. Geht die große Straße in einen Tunnel rein. Und da unten ist der See. So wie es aussieht, kommt vielleicht die Sonne doch noch zum Vorschein. Wieder mal einen Blick auf den See. Die St. Petersinsel. Und da vorne sieht so aus, wie doch dann vielleicht noch die Sonne kommt. Aber so sonst auch schön. Da hier am Hang oben die berühmte Kirche von Liggerz. Die St. Petersinsel. Und da durch diesen Weg bin ich jetzt gerade gekommen.
Es ist doch einfach schön, trotz dem Nebel. Der Bieler See, Petersinsel. Und da sieht man doch ziemlich weit. Da auch noch ein Zug. Befinde mich hier in Bliget. Da ist die Bahnstrecke nur noch einspurig. Ganz ein schönes Haus. Das ist der Bahnhof. Da ist übrigens Doppelspur geplant, aber noch nicht umgesetzt. Die Bahn sollte hier auch im Jura drin verschwinden. Ein Blick auf das wunderschöne Haus. Und da geht noch die Bahn hoch nach Prell. Da ist es wirklich eng für die Bahn. Das ist so städtchenähnlich gebaut. Der Bahnhof. Und da hat schon wieder so ein stattliches Haus. Muss ganz ein schönes Dorf sein. Und dann da vorne, unterhalb vom Städtchen, ist der See. Da, glaube ich, kommt schon wieder ein Zug. Ein Güter. Ah, nur zwei Lokomotiven sind es. Noch einen kurzen Blick auf die Kirche. Übrigens eine Wallfahrtskirche. Aber letztes Mal, als ich dort oben war, hatte sie leider geschlossen. Und so geht es hier dem Jura entlang. Da geht jetzt mein Wanderweg unter diesem Haus durch. Das ist also auch ein Weingut. 1366. Schön ist das hier, romantisch. Es ist noch ziemlich viel darüber geschrieben. Da habe ich jetzt wieder mal einen ganz schönen Weg. Am See entlang und an der linken Seite der Jura.
ich einen Schwenker mache, haben wir auf der rechten Seite den See. Jetzt höre ich schon wieder einen Zug. Das ist der Regionalzug, der jetzt kommt. Und hier schön der Bielesee. Das da vorne, das ist der Twanbach. Kommt hier von der Twanbachschlucht runter. Und das ist Twan. Da ist jetzt die Bahnstrecke wieder zweispurig. Also die Twanbachschlucht. Und hier geht der Twanbach in den See raus. Und da vorne ist übrigens ein Boot schon voll mit Wasser. Ja, doch ziemlich viel, glaube ich. Das letzte Mal, wo ich da war, war nicht so viel Wasser. Das kleine Städtchen Twan. Da ist früher der Verkehr durchgegangen. Und da oben die Kirche. Noch einmal einen Blick zur Kirche. Übrigens, jetzt liegt ja auch am Jakobspilgerweg. Den habe ich letztes Mal, als ich hier den Rebenweg lief, war ich auch noch gleichzeitig auf dem Jakobsweg. Dieser beginnt hier in Basel und endet dann kurz vor Lausanne im Jakobsweg, der vom Bodensee herkommt. Es kommt noch ein Zug. Oh nein, das sind Autos. Sicher, das ist kein Zug. Da kommt doch noch ein Zug. Sehr langsam. Ein Güterzug. Wieder mal eine Autobahn, schnurgerade
ganz vorne eine Kurve. Und zwischendurch, zwischen den Häusern, sehe ich noch ein wenig vom See. Ich habe wieder viel geteerte Straßen. Ist alles gerade fast. Selten sehe ich den See. Hier wieder einmal. Ich hoffe, das ändert sich dann noch ein wenig zum Schluss. Sogar Kunstbauten von der Hauptstraße, unten die Bahn und auf dieser Seite da der See. Da verschwindet die Bahn wieder im Tunnel und kommt dann in Biel wieder zum Vorschein. Früher ging sie hier am Hang entlang, die Bahn. Ist dann der neue Tunnel gebaut worden ist. Da bin ich jetzt bereits auf dem alten Bahndamm. Und ein Blick auf den See. Das ist jetzt nichts Schönes. Aber es gehört halt auch dazu. Wenigstens habe ich hier unten noch den See. Und da vorne schon die Stadt Biel. Da vorne einen Blick auf die Stadt Biel. Und hier sieht man wirklich jetzt schön in den Aare-Kanal rein. Und die Sonne kommt auch immer mehr zum Vorschein. Jetzt, wo ich dann fast am Ziel bin. Ich bin auf Stadtboden von der Stadt Biel. Hier noch mal einen Blick. Von dort ganz oben bin ich jetzt hierher gewandert. So viele Wasservögel. Da sind noch zwei junge Schwäne. Sind noch braun.
zurück zum Hafen. Jura. Und dann hier Richtung See. So, da vorne ist der Bahnhof von Biel. Ich habe mein heutiges Ziel erreicht.